Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück in Schwaben, im Herzogtum von Knights of Honor Sovereign. Wir machen weiter. Einige von euch haben sich's gewünscht und ich habe selber Bock auf dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Falls ihr aber vielleicht eventuell meine anderen Runden verpasst haben solltet, denn ich habe ja nicht nur diesen Kanal hier auf YouTube, sondern inzwischen sogar schon einen Zweitkanal, den Merp Uncut Kanal, der unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt ist, oder meinen Twitch-Kanal, wo ich auch gestreamt habe, Knights of Honor, insgesamt dreimal tatsächlich. Und das nicht nur alleine, sondern auch einmal sogar mit Strategie-Ecke zusammen und einmal mit Ranger zusammen. Also genau genommen sogar zweimal mit Strategie-Ecke und einmal mit Ranger. Und einmal alleine. Auf jeden Fall, da habe ich auch noch jede Menge Knights of Honor für euch. Wie zum Beispiel, als ich Genua gespielt habe oder als ich mich versucht habe an Munster hier oder als ich mich tatsächlich an Jerusalem versucht habe. Das könnt ihr alles auf meinem Livestream-Kanal Merp Uncut anschauen. Und in der Videobeschreibung ist der Link dorthin. Schaut gerne vorbei, lasst gerne ein Follow da, also ein Abo. Das kostet nichts, das ist genauso wie hier. Würde mich sehr freuen, würde mich auch sehr unterstützen, wenn ihr da das Follow da lassen würdet. Denn ich habe da meine Livestreams geparkt, die ich in letzter Zeit produziert habe. Da findet ihr nicht nur Knights of Honor, da findet ihr auch andere Sachen. Also alles, was ich im Grunde streame de facto. Kommt so nach und nach. So, wir machen jetzt erstmal weiter. Wir haben hier beim letzten Mal Nancy uns geholt. Und ja, ich muss natürlich hier auch noch einen entsprechenden Stadtverwalter reinnehmen. Das wurde mir schon korrekterweise so kommuniziert. Und ich weiß auch schon einiges mehr jetzt über dieses Spiel, ne? Also ich bin da schon ein gutes Stück weiter, als ich das damals jetzt hier in der Preview aufgenommen habe. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das hier ist eine Stadt. Ich muss gerade mal gucken. Die haben Bauholz, die haben Teer, Salpeter, Kohle. Das ist der Wahnsinn, was die haben. Fässer haben sie auch. Salpetervorkommen, genau, tiefe Wälder, kommt das Holz her und so weiter. Und Hügel und Berge. Also wir haben jetzt schon eine ganze Menge Gedöns. Die Frage ist, wen werde ich das hier regieren lassen? Mein Name ist ganze Goldsäcke wert. Ich muss mal gerade mal gucken, wer von denen überhaupt neue schon irgendwelche Level-Ups hat, weil ich habe die ja noch bereit. So gut wie gar nicht gelevelt. Armee aufstocken, das muss ich gleich noch mir mal näher euch, anschauen. Majestät. Der Graf Ernst. Zu euren Diensten, Majestät. Ich möchte tatsächlich, glaube ich, den Prinz Egidius Nancy regieren lassen. Ja, Prinz Egidius soll das sein. Wir stellen hier nur feinste Waren her. Dann hat der ja schon mal die Kontrolle über den ganzen Laden. Dann, ja, ich soll neue Gebäude bauen. Wir haben eine niedrige Stabilität. Das ist kein Wunder in Anbetracht der Tatsache. Und wir brauchen hier natürlich... Nicht mal ich kann das tun. Die Auffrischung der Truppen, die ich aber gerade eben nicht tätigen kann. Also, ja, uns fehlt einfach komplett die Manpower, ne? Das ist halt das Ding. Eure Befehle. Was ist mit der Truppe da? Die ist auch schon so halbtot. Also gut, euch schicke ich jetzt mal hier raus nach Zürich. Ja, mein Herr. Weil da haben wir noch Mannequins. Wir sind halt jetzt gerade eben in einer sehr, sehr ungünstigen Phase unseres Lebens angekommen. Geld haben wir genug. Wo winken die Profite? Er ist auch schon ziemlich hoch entwickelt. Warum bin ich jetzt bei Erfurt gelandet? Keine Ahnung. Er ist schon ziemlich hoch entwickelt. Ich möchte gerade mal gucken, was er hat. Also wir haben hier Verwaltung auf 3, was ziemlich gut ist. Handel 3, was in dem Fall auch ziemlich gut ist. Und... Navigation, welche... Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Ich bräuchte halt dringend nochmal eine weitere Tradition. Ne? Traditionen sind halt der absolute Oberhammer. Das hier bringt mir nicht viel, weil ich wenig Burgen habe. Handel könnte man machen, dafür bräuchte ich aber 600 Bücher. Mein Problem sind die Bücher. Ich brauche eigentlich einen Charakter, der... den Weg weisen. Sowas wie Schrift... entwickelt hat. Das ist halt das Ding, ne? Also, oder hier Wissensdurst. Was kann heute er denn noch entwickeln? Die Geschäfte laufen. Er kann nur noch Schlachttaktiken und Verschwörung entwickeln. Wobei Gesetz wäre auch nicht. Gesetz habe ich aber, glaube ich, schon. Genau, Gesetz ist der Part, den ich schon habe. Plus 3 pro Stadt. Ne, also es gibt halt so geile, overpowered Dinger hier, wie zum Beispiel Schrift. Ich finde es gerade eben in der Liste nicht.
wo man halt wirklich eine Riesenmenge an Büchern produziert. Das ist halt das, was ich inzwischen anders machen würde. Was auch ein bisschen unbalanced ist, wenn man das so früh macht, weil dann kann man die Charaktere hart leveln. Da hinken wir noch ein klein wenig hinterher. Navigation, das bringt mir halt nicht sehr viel, ne? Momentan. Handel. Wir haben ja das Handelszentrum, ne? Das Handelszentrum ist doch, glaube ich, Konstanz, genau. Das heißt also, es würde uns tatsächlich was bringen, königliche Familie, das hier zu machen. Geringerer Unterhalt für den Import von Waren und Nahrungsmitteln. Mehr Einnahmen durch Kaufmannshandel. Ja. Er selber ist halt kein Kaufmann. Doch, er selber ist auch noch ein Kaufmann. Also es würde reinzimmern, sage ich jetzt mal. Das wäre eine ziemlich coole Angelegenheit. Ja, mein aber Herr. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwo auch mal so vorankommen. Also wir können eine jetzt hier... unmögliche Mission. Hier fehlt einfach das Essen, ne? Also ich fülle euch für jetzt hier mal auf. So gut ich halt kann. Erledigt, Majestät. Für das reicht's nicht. Sind mir Befehl. So, da waren wir auch schon wieder verbraucht. Und jetzt kann er sogar schon hier wieder zurückgehen. Und meine du Truppen gehst warten. Kurz mal da wir rein. Innerhalb der Mauern unser Lager auf. Wir brauchen nämlich Truppen, die sich dann hier um diesen Aufstand von Nancy hier kümmern. Weil der wird früher oder später halt kommen, ne? Für uns eigentlich mega wichtig. Oh ne, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Sekunde, Sekunde. Mein lieber Prinz, ihr seid hoffentlich nicht grämig mir gegenüber, wenn ich jetzt das hier an den Kleriker Guntram übergebe. Ich werde diese Stadt in Gottes Willen führen. Begründung. Was macht euch Sorgen? Er bekommt... Ah, der hat keine Dörfer. Ich brauche hier irgendetwas. Ich kann noch Gesetze hier de facto geben, aber das bringt's nicht so richtig. Ich meine, Medizin als Tradition anzunehmen, ist auch eine ziemlich mächtige Sache. Ja, der Wissensdurst ist geil. Bücher gibt es nicht. Immer noch nicht die Schrift, ey. Verdammt. Die hätte ich halt gerne gehabt, ne? So, ne, weil er ist halt ein Kleriker und bei ihm macht es Sinn, halt wegen diesen ganzen Klöstern, die wir hier haben, das hier zu besetzen, ne? Das ist einfach das Ding. Weil er kann tendenziell eher noch Fähigkeiten bekommen, die ihm klösterlich weiterhelfen. Ach, ich brauche jetzt für den natürlich wieder zwei, um den aufzufrischen. Ach, da war ja immer irgendwas. Uns fehlen halt noch Truppen. Ich brauche halt auf jeden Fall nochmal, also ich werde in Zukunft nur noch einen Speerträger reinnehmen. Ich nehme lieber nochmal einen weiteren leichten. So, aber in der Zwischenzeit sammeln wir nochmal ein bisschen Kohle an. Insgesamt fühlt sich das nach sehr wenig Geld an, was ich hier gerade eben habe. Ich habe das schon in anderen Runden eher mit mehr Geld erlebt. So, immer noch minus 32. Also wie gesagt, hier werde ich die Rebellion nicht verhindern können. Ich werde sie niederschlagen. Das ist halt einfach das Ding, was jetzt hier Phase ist. Hier sieht man über so einen grünen Balken, der so durchläuft. Man sieht ihn fast gar nicht, aber man sieht ihn, wenn man genau hinguckt. Der ist ungefähr jetzt hier zwischen der 1 und der 4. Fast bei der 4 durch. Das ist der Balken, der uns hier diese Mannequins hier bringt. Dinge, die man wissen muss. So, was mache ich eigentlich mit euch hier? Ich glaube, ich behalte die so lange, bis Nancy bereit ist, mir Geld dafür zu bezahlen. Das machen die nämlich. Die wollen nämlich in der Regel ihre Dudes wiederhaben. Und da bin ich natürlich voll dabei, wenn sie der Meinung sind, dass sie das machen wollen. So, nach wie vor ist jetzt hier Warten das Gebot der Stunde. Weil wir nicht umhinkommen, das anders zu tun. Wobei, ich könnte natürlich jetzt auch nochmal hier ein bisschen sparen. Weiser Herrscher und seine Anverwandten. Wir haben halt auch schon das da. Das macht unsere Truppenstärke noch größer. Verwaltung. Günstigere Gebäude und Verbesserungskosten plus 10%. Inflation, Reduktion. Handel. Handel wäre schon nicht schlecht. Kann ich eigentlich irgendetwas importieren, frage ich mich gerade eben. Achso, ich importiere ja schon die Kräuter. Ja, wie gesagt, da müssen wir mal schauen, ne? Verteidigungspakt gegen Schwaben, ey, Bayern.
Passt bloß auf, dass ihr euch Augsburg nicht abnehmt. Das ist original auch ein schwäbisches Land. Es ist tatsächlich schwäbisch, ne? Also. So, jetzt haben wir das hier endlich geschafft. Und jetzt will ich gerade mal die Geschwindigkeit nochmal reduzieren. Ich könnte halt nochmal so eine Truppe hier gebrauchen. Leichte Infanterie. Oder aber ich nehme einfach die da. Wir marschieren los. Komm, ich übernehme die Truppen von ihm hier. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Die Savoy bitten mich, im Krieg gegen Genua beizutreten. Bin ich gerade eben nicht dabei. Also nicht kostenlos. Klerus milde Stimmen. Nee. Die Gelegenheit wird erstmal vergessen. So. Also wie gesagt, ich gehe jetzt halt dann doch auf das Ganze. Weil eine Sache wusste ich nicht. Ich dachte, dass auch diese Charaktere übrigens sterben können. Können sie nicht. Das ist super wichtig zu wissen, wenn man das hier spielt. Der Herrscher kann sterben. Die Ritter aus irgendeinem magischen Grunde nicht. Und das ändert natürlich das gesamte Spiel. Will ich ihm noch die Wohltätigkeit geben oder will ich ihm... Ja, komm, ich mache Gesetz bei ihm hier rein. Zack. Eine sehr weise Entscheidung, Majestät. Redekunst wäre auch nicht schlecht, das noch zu entwickeln. Die Redekunst, wenn man die als Tradition annimmt, bringt auch jede Menge Bücher. So, jetzt seid ihr hier. Jetzt muss ich mal gucken, dass er... Ah, okay, er hat jetzt den hier rausgeworfen. Zurück zur Burg. Ich muss euch gerade eh mal da rausschmeißen. Ich übernehme die Truppen von ihm. Dann habe ich immerhin schon mal wieder eine funktionale Armee. Betrachtet es als erledigt, Meister. Das ist ja auch schon mal was wert. Sofort. So, du gehst jetzt dann wieder dahin. Ich habe sogar drei Kommandeure, wie ich gerade eben sehe. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Und muss mal gucken, wie ich jetzt damit umgehe. Nancy, okay, Nancy wird's besser, habe ich den Eindruck. Das ist gut zu wissen. Wir haben schon über 4000. Moment, wir haben 4000. Ich will ja hier jetzt hier die besseren Truppen so nach und nach haben. Belagerungsgedöns habe ich ja auch schon theoretisch, kann ich mir holen, ist aber so schweineteuer. Wir holen uns hier den nächsten Slot. Ja. Das war es wert in meinen Augen. Hoffe ich. Ich würde ja auch sehr, sehr gerne noch mehr handeln. Was gibt es denn hier zum Importieren? Hier gibt es nichts zu importieren. Okay, gucken wir nochmal. Was könntest du denn importieren? Die Frage ist halt, was haben wir noch nicht? Gewürze. Basiseinnahmen durch Kaufmannshandel. Einfach nur so plus 3 Einnahmen. Aber das für 20 ist halt echt nicht wert, ne? Gut, wir importieren aber weiterhin erstmal die Kreuzer. Was kannst du noch importieren? Nichts. Und hier du? Ich stehe euch zur Verfügung, Herr. Unsere Wolle. Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Das ist doch gut, dass die zufrieden mit mir sind. Warte mal, ich muss mal gucken. Also du kontrollierst diese Stadt. Es würde also Sinn machen, auch dich mal zu leveln. Feilschen. Plus 20% durch Nahrungsmittelexporte. Da, der hat den Wissensdurst. Also nee, das ist ja egal. Provinzstabilität, noch mehr Mannequins. Er hat bis jetzt Logistik. Eine weise Investition. Mehr Gold durch die produzierten Waren. Guck mal, jetzt haben wir hier schon plus 26, by the way. Sich ein bisschen was verbessert. Handelszentrum geschrumpft in Konstantinopel. Muss mich hoffentlich nicht interessieren. So, unser Problem ist, wir machen zu wenig Einberufene, ne? Dagegen müssen wir vorgehen. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen bin ich jetzt mal am Schauen, was wir machen können. Hier haben wir leider keine Burg. Majestät, einer unserer Gefangenen. Aber das hier machen wir. Königliche Waffenkammer, genau. Plus 4 bekommen wir dann an Männchen. Okay, der hat sich von dem Marschall Amadeus losgesagt. Der ist jetzt ein Exilant. Lasst mich gehen. Ich habe viele eurer Männer verschont. Boah.
Ja, dann lasse ich ihn frei. Ihr lasst mir keine große Wahl. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Das fand der Adel ganz gut. Ich muss das nicht machen, nein. Sollen wir los? Warum soll ich meine Armee? Achso. Betrachtet es als erledigt, Meister. Ja. Sofort. Das muss ich ja auch noch machen. Ich muss ja ihre Ressourcen wieder auffüllen. Ja, mein Herr. Ansonsten verhungern die mir ja auf Dauer hier an der Stelle. Ich glaube, dass ich jetzt mit euch sogar noch darüber ziehe. Was ist euer Wunsch? Endlich wieder warmes Essen. Wie er das sagt, mit einem Brummen. Ist ganze Goldsäcke wert. Verwaltung für Dörfer, Handel, Nahrung in der Stadt. Ja, Verwaltung hätten wir halt auch hier möglich, ne? Ich würde am liebsten eher noch das Feilschen erhöhen, aber das kostet dann wieder 500. Verwaltung oder Handel? Bringt halt beides hier eher so mittelfiel, ne? Meine bescheidenen Fähigkeiten werden besser. Bringt immer noch mal ein weiteres Männchen ein. Navigation bringt hier leider nichts. Da ist die Schreibkunst. Endlich. Die ist richtig, richtig gut. So, okay. Also, ich muss jetzt auch die Typen mal endgültig jetzt hier mal ein bisschen verarzten. Dauert es halt eine ganze Weile. Können wir da auf Geschwindigkeit 2 gehen. Ich möchte eigentlich jetzt gerade eben erstmal all meine Mannequins jetzt hier regenerieren. Ne? Also wir haben jetzt einen langen, harten Krieg hinter uns gebracht. Straßburg ist immer noch genauso kaputt. Und ich weiß, einige von euch wollen, dass ich das... von einem unserer Gefangenen losgesagt. Ihr sagt euch also auch von dem los. Okay. Lasst mich gehen. Ich bringe euch um. Nun gut. Ich habe lang genug auf Rettung gewartet. Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Das ist doch schon mal cool. Okay, was haben wir da hier? Majestät, Kaufmann Welf hat in Venedig einen zuverlässigen Verkäufer der Ware Wolle entdeckt. Er denkt, dass er in einem Importgeschäft einen 20% niedrigen Preis aushandeln kann. 36% Chance. Ja, ich glaube, der denkt viel, aber in die falsche Richtung. Das sieht nicht so aus, als ob der so kompetent im Denken wäre. Jetzt können wir demnächst die königliche Waffe... Ah ne, 4000 wird die kosten. Aber das Ding brauchen wir halt, um die schwere Infanterie, also die schweren Truppen hier produzieren zu können. Übrigens, Fun Fact, ne? Wenn ihr zum Beispiel in Jerusalem spielt oder woanders, dann habt ihr plötzlich andere Einheiten hier zur Wahl. Teilweise sogar mehrere Optionen. Und nicht nur hier sowas wie Waffenknechte, schwere Speerkämpfe und so. Da ist Schwaben einfach das Land, was noch am wenigsten sinnvolle Truppen hat. Aber die sind natürlich trotzdem sinnvoll. Eine diplomatische Botschaft erreicht. Okay, wer will was von mir und warum? Morgen werden wir reicher sein. Angebot von Flandern. Es gibt die Möglichkeit für Flandern und Schwaben eine Nicht-Angriffsfraktion zu zeichnen. Sie verlangen dafür... Was? Nein? Ey, das Spiel ist aber auch nie quasi sich zu schade darum zu battlen, ne? Die Meinung das unserer Kaufleute hat sich verbessert. Sehr gut. Also die Meinungen gehen jetzt endlich wieder nach oben. Unsere Handelsbeziehung mit Deutschland zu erweitern. Warte mal, ich muss mal gerade mal gucken. Du handelst doch mit Deutschland, oder? Ja, komm, dann weite ich den Handel hier nochmal aus. Davon werden wir profitieren. Ja, ich würde sehr gerne davon profitieren. Ehre, ein neuer Kreuzzug beginnt. Auf nach Spanien, nach Murica. Amerika. So, und Taui fehlt noch. Dann arbeiten wir uns jetzt hier nämlich auf die königliche Waffenkammer hin. Mit uns, Majestät. Was für einen Handel habe ich da wieder abgeschlossen. Jetzt haben wir nochmal ungefähr 30 mehr. Das ist mega geil. Heute werden die Geschäfte laufen. Das Problem Majestät, ist halt, dass wir diesen in unseren Landen entdeckt. Handel halt vergessen, verlieren würden. Diplomatische Mission nach Rom. Mit der Kirche. Nein, will ich gerade eben nicht. Und wir haben Söldner hier. Ja, Söldner sind natürlich immer eine tolle Sache. Das sind Waffenknechte, schwere Bogenschützen, Armbrustschützen. Es gibt auch nicht nur Armbrustschützen, es gibt sogar Pavesen-Armbrustschützen, bei Genua zum Beispiel. Just saying. Also da gibt's richtig nobles Zeug.
Aber wie gesagt, das nächste, was wir jetzt hier machen müssen, ist erstmal die königliche Waffenkammer in Konstanz. Dann machen wir auch mehr Soldaten insgesamt. Und dann kommen wir hier gut voran. Die Bewässerung. Wisst ihr, das Tragische halt, dass wir halt einfach überhaupt gar keinen Getreidehof hier haben. Das ist halt komplett random zusammengewürfelt und ist deswegen ein bisschen pain in the ass. Unsere Armee hat sich verbessert. Ah, wird doch. So, königliche Waffenkammer wird jetzt hier gebaut. Wie gesagt, brauchen wir dann hier für die ganzen Verbesserungen hier. Das hier können wir später noch machen, wenn wir hier potenziell noch ein bisschen mehr unsere Verteidigung verbessern wollen. Mehr Provinzstabilität, wie ihr seht. Ne? Also wenn wir unsere Gebiet hier zu einer richtigen Festung ausbauen wollten, braucht man halt leider auch, wenn man hier zum königlichen Palast gehen will. Der lohnt sich hier aber nur wenig. Das produziert die wahre Adelige. Was? Okay. Habt ihr gehört, Adelige, ihr seid eine Ware. Aus der Sicht des Königs. Oder in dem Fall des Herzogs. Klerusmilde Stimmen. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Was will denn Bayern von uns? Die Unterstützung eurer mächtigen Armee wird uns sehr helfen, wenn wir Deutschland angreifen. Was sagt Herzog Floris dazu? Nein. Ihr habt einen Verteidigungspakt gegen mich. Unsere Handelsmacht wurde übertroffen. Nein, wir sind nur noch auf Platz 2. Wir haben die Meinung unseres Klerus verbessert. Das geht gerade eben hier Schlag auf Schlag, habe ich so den Eindruck. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Wow, jetzt haben wir schon 2 hier. Ja. Also im Grunde finde ich das sehr cool, aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach nur teuer, die da zu kaufen. Also es ist ziemlich cool, sich diese Truppen zu holen, weil es nicht die eigene Manpower auffrisst, aber es hat auch so seine Nachteile, sage ich jetzt mal. So, wie viel kann ich auf eigentlich hier haben? Immer noch Kapazität 1000. Ich meine, dass hier irgendeins davon die Kapazität meiner Manpower nochmal erhöht. Ich weiß aber gerade eben nicht mehr, welches es ist. So, wegen her. Wurstmacher. Brauche ich immer noch... ich habe doch Salz inzwischen, oder? Nee, das ist Salpeter. Molkereien. Brauche ich auch Salz. Warum braucht man für Molkereien Salz? Verstehe ich nicht. Ich guck mal gerade eben. Also ich habe das wahrscheinlich nicht. Das ist nicht das, was ich wollte. Das sind die derzeitigen Großmächte. Das ist auch nicht das, was ich wollte. Errungenschaften, Hoheit. Nee, Salz haben wir nicht. Das sehe ich jetzt schon, dass wir Salz nicht haben. Ich weiß nicht, ob ich die Kräuter noch weiter einfach importieren will in Anbetracht der aktuellen Situation. Ich glaube, ich gebe das auf, oder? Es kostet mich halt 20. Import einstellen, ja. Ich habe den Import jetzt hier eingestellt. Wir werden auch langsam aber sicher alt. Was mittelfristig ein Problem wird. So, wir haben übrigens jetzt über 700 Punkte. Wir könnten eigentlich jetzt noch mal eine weitere Tradition machen. Navigation bringt es halt nicht. Das haben wir schon. Verwaltung. Inflation. Ich weiß jetzt nicht, wie die Inflation funktioniert, weiß ich noch nicht. Ja, Handel wäre jetzt halt interessant. Mehr Geld in den Handelszentren. Geringerer Unterhalt für Import von Waren machen wir kaum. Einnahmen durch Kaufmannshandel plus 5%. Machen wir, komm. Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät. So, also wir machen jetzt Gesetz, haben jetzt Gesetz und Handel gemacht. Das fanden auch die Kaufleute richtig geil, was wir jetzt hier gemacht haben. Und jetzt machen wir schon 285 Gold. Also ich finde, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wenn er jetzt hier stirbt, dass wir diesen Bonus hier auf jeden Fall auch noch weiterhin mitnehmen können. Ich möchte aber bei ihm trotzdem jetzt auch nochmal hier die Redekunst noch mit reinnehmen. Meine Fähigkeiten werden für das Gute sein. Endlich die Schreibkunst. Halleluja. Da, ihr seht's da. Für jedes Kloster bis zu 3 Bücher. Oder nochmal für die Stadt, ne? Also deswegen ist das so mega geil. Erleuchtungsmission nach Konstantinopel. Könnt ihr mit vielen Büchern zurückkehren. Komm, wir machen das. Tauschen wir Wissen mit diesen feinen Herrschaften aus.
Also, wir haben ihn jetzt mal nach Konstantinopel geschickt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er mit einer gewissen Anzahl an Büchern zu uns zurückkehrt oder ob das völlig sinnlos endet. Die Bevölkerung rebelliert. Oh, da ist es passiert. Da ist es passiert. Die Bevölkerung, sie rebelliert. Gut, dann werden wir uns denen jetzt hier einfach mal stellen. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, Herr. Kämpft um den Sieg! Ja, das ich glaube, da gehe ich mir nochmal vorweg. Der Feind hat keine Chance. Dann haben wir nämlich in dieser Folge nochmal eine Schlacht, meine lieben Freunde. Gucken wir mal, wie die laufen wird. Die Rebellen erwarten eure Strafe. Seht auf eure Karte, Majestät. Mit diesen Eroberungen. Ich weiß. So, jetzt machen wir erstmal ganz kurz mal Pause. Oh, wir haben richtig Kaffen, genau. Wir haben ja richtig Kaffen an der Stelle hier. Gibt es neue Befehle? Ihr macht hier mal die Nummer 3 und euch stelle ich mal auf die Flanke. Ihr beschützt ihn hier. Meine Männer erwarten eure Befehle. Ihr seid die Nummer 1. Ihr seid die Nummer 2. Okay, go! Der kommt hier wieder hauptsächlich mit irgendwelchen Bauern an. Nicht mal Fullstack. Wo ist das Ziel? Marschieren! Unsere Klingen sind scharf. So. Wir reiten los, Männer. Ich habe hier das Sagen. Nicht zu nah an den Feind heran. Achtung, Hinterhalt! War so ein Hinterhalt? Wovon redet der bei Nacht? Wovon träumt der? Lass ihn mal näher jetzt hier rankommen. Denn wir sind ja gleich schon so weit. Okay. Es beginnt also. Wir reiten los, Männer. Gibt es neue Befehle? Reitet hierher. Achtung, Hinterhalt! Sperrkämpfer bereit. Bereit für den Kampf. Kampfbereit. Auf in den Kampf. Infanterie, Angriff. Gibt es neue Befehle? Mit der Klinge in der Hand. Wir sind unterwegs. Lauft, lauft, lauft! Angreif uns von der Seite an. Und leichter Galopp. Trab. Wappnet euch. Reitet hierher. Bereit für den Kampf. Die haben wir gestellt, gut. Mir nach, Männer. Der Feind zittert vor Angst. Da flieht schon der Erste. Ha, die Schwächlinge sind geflohen. Meine Männer erwarten eure Befehle. Bereit für den Kampf. Hier befehlt. Unsere Feinde sind gerannt wie die Hasen. Die gesamte Moral ist zusammengebrochen. Das ist also das Schöne daran. Also wir bekommen de facto wahrscheinlich wieder einen kostenlosen Gefangenen und damit einen kostenlosen... Wir haben eine feindliche Armee zermalmt. Ah, nee, doch nicht. Die Meinung unserer Armee stärken. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Immerhin das. Ah, doch, 350 haben wir bekommen. Sehr nice. So, Rebellion ist, wie gesagt, erledigt. Rebellion besiegt. Wir haben leider den Typen nicht gefangen nehmen können. Kaufmann meiden, nee, mache ich nicht. Meine Truppen warten. Kannst du die Truppen eigentlich auch hier upgraden? Müsste eigentlich gehen. Also auffrischen will ich damit sagen. Sofort. Yo, perfekt, ging. Na also, habe ich die ganzen Loyalisten da rausgezogen, die existierten. So, jetzt haben wir das hier geschafft. Wie gesagt, als nächstes müssen wir all das hier bauen, was auch nicht gerade günstig ist. Savoy möchte sich gegen Genua bitten. Ihr müsst mir schon ein Angebot machen, Freunde. Visby ist kein Handelszentrum mehr. So, warte mal. Hier, Schmiede für schwere Rüstung. Fangen wir mal damit an, Freunde. Und jetzt gebe ich ihm auch noch hier die Schreibkunst mit auf den Weg. Wodurch wir jetzt hier sogar schon 31 Bücher machen und das ist eigentlich ein perfekter Punkt, um einfach jetzt mal hier einen Cut zu setzen. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Haut rein, macht's gut, schöne Zeit und frohe Weihnachten. Tschüss und Ade.